Stopp! Und du setzt alle. Die CAJ ist ein christlicher, demokratischer und internationaler Jugendverband. Von jungen Menschen und für junge Menschen. Ziel der CAJ ist es, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu organisieren, ihr Leben und ihre Arbeitsbedingungen zu betrachten und gemeinsame Handlungsoptionen zu entwickeln. Man muss den Zettel ausfüllen. Und dann kamen wir hierher und jetzt sind wir hier mit ganz vielen Leuten, die wir noch überhaupt nie gesehen haben. CAJ ist für mich Bewegung, Politik und Spaß. Junge Menschen, die besten Partys, die ich bisher feiern konnte. Aktivismus, für irgendwas eintreten, gemeinsam, zusammen anpacken. Ja, ich würde sagen, mittendrin statt nur dabei. Ich finde das jetzt so stocksteif. Also wie jetzt zum Beispiel andere. Solche Vereine, die haben halt mehr mit der Kirche zu tun und wir machen halt jetzt auch nicht immer das, dass wir jetzt rund um die Uhr jetzt beten tun oder irgend sowas. Das ist halt einfach alles viel lockerer. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass mein erster Gedanke war, wow, du kannst da wirklich aktiv mitgestalten, in der Kirche wirklich, da wirklich was bewegen. Grundlage des Handelns der CAJ ist der Leitsatz ihres Gründers Kardein. Jeder junge Arbeiter ist mehr wert als alles Gold der Erde. Mithilfe der von Kardein entwickelten Bildungsmethode Sehen, Urteilen, Handeln motiviert die CAJ junge Menschen, ihr Leben und ihr Umfeld zu reflektieren, sich einen Standpunkt und eine eigene Meinung zu bilden und die daraus resultierenden Konsequenzen in die Tat umzusetzen. Dabei ist es das Ziel, jedem jungen Menschen seine individuelle Würde bewusst zu machen und gemeinsam mit ihnen für die Chancen jedes Einzelnen auf eine menschenwürdige Arbeit einzustehen. Die christliche Arbeiterjugend Deutschland ist der Zusammenschluss der 21 regionalen CAJ-Diözesanverbände. 1947 in Ludwigshafen gegründet, sind heute CAJlerinnen und CAJler von Hamburg bis Passau und von Aachen bis Berlin in Kirche und Gesellschaft aktiv. Dabei wird der Verband insbesondere von Ehrenamtlichen gestaltet. Sie treffen alle grundlegenden Entscheidungen in der CAJ und übernehmen Verantwortung von der Ortsgruppe bis hin zur Bundesebene. Nicht für die Jugendlichen, sondern mit den Jugendlichen lautet auch der Anspruch der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die ehrenamtlichen Entscheidungsträger in ihrem Engagement unterstützen. Die CAJ steht und fällt mit dem Namen Kardeins. Der belgische Priester stammte aus einer einfachen Arbeiterfamilie. Seine Mutter war Köchin und sein Vater war Kutscher und Gärtner. In seiner Jugend erlebte er, wie seine Kameraden unter menschenunwürdigen Umständen arbeiten mussten. Deshalb schwor er sich sein ganzes Leben lang für, wie er selber sagte, die Rettung der Arbeiterschaft einzusetzen. 1925 gründete er in Brüssel die CAJ. Seine Vision war es, die CAJ als eine Bewegung aufzubauen, in der junge Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Fähigkeiten entdecken und gemeinsam für menschenwürdige Bedingungen in der Arbeitswelt kämpfen. Dabei besaß er einen unerschrockenen Glauben an die Fähigkeiten jedes Einzelnen. Immer wieder sagte er, wenn ihr glaubt, werden wir die Welt erobern. Ja, ich habe Kardein damals in Essen getroffen, als der große Kongress war. Und auch kurz mit ihm gesprochen, aber es waren so viele da, dass das nicht sehr lange war. Aber seine Persönlichkeit hat mich sowohl live beeindruckt, als auch durch seine Schriften natürlich. Und vor allen Dingen habe ich noch heute nach 44 Jahren im Kopf, im Ohr seine Stimme. Junge Arbeiterinnen und Arbeiter, hören Sie nicht auf die Fehler von meiner Sprache, sondern auf die Liebe von meinem Herzen. Und wenn er das gesagt hatte, dann hat ein Stadion oder eine Halle getobt vor Begeisterung und man spürte, dass das wirklich von ganzem Herzen kam, dass er die Arbeiterjugend geliebt hat
und schließlich auch sein Leben für sie hingegeben hat. Und die Zukunft, wenn die Arbeiterjugend Deutschland hier ein Beispiel ist für ganz Europa, dann ist das für ganz der Welt. Hier haben sie eine große, große Verantwortlichkeit. Kardein war ein leidenschaftlicher Mensch, ein Visionär und ein Kämpfer. Seine feste Überzeugung, dass jeder junge Arbeiter mehr wert als alles Gold der Erde ist, trieb ihn, die Idee der CAJ über die Grenzen Belgiens und Europas hinauszutragen. Über seinen Tod hinaus hält die CAJ die Visionen und Ideen Joseph Kardeins lebendig. Ja, er hatte eine enorme Ausstrahlung und wir haben dann noch gemeinsam gebetet und ich habe daraus gelernt, mit Menschen gemeinsam beten schafft eine unheimliche Verbindung. Das habe ich von Kardein gelernt. Ganz toll war 1957 die Romwallfahrt der CAJ mit 30.000 Jugendlichen aus der ganzen Welt. In Rom auf dem Petersplatz hatten wir eine große Kundgebung mit Papst Pius XII., mit Joseph Kardein, da bin ich ihm zum ersten Mal begegnet, dem Gründer der CAJ. Es gab eine große Bühne um diesen Obelisken herum. In vier Richtungen wurde dasselbe szenisch dargestellt, die Situation der Arbeit, wie die Arbeit den Menschen auslaugt und dann die erlösende Botschaft, das Evangelium in die Arbeitswelt hinein. Das alles wurde wunderbar dargestellt. Und dann kam die Ansprache des Papstes, Ansprache Kardeins. Und das war eine ganze Woche, die wir in Rom waren. Viele Begegnungen mit CAJ-lerinnen und CAJ-lern aus anderen Ländern, aus anderen Erdteilen. Die klassische Arbeiterschaft, wie es sie bis in die 70er Jahre noch gegeben hat, gibt es heute so nicht mehr. Technische Entwicklungen und bessere Arbeitsorganisationen haben menschliche Arbeitskraft in bestimmten Arbeitsbereichen überflüssig gemacht. Zugleich sind Zeiten der Arbeitslosigkeit, berufsfremde Tätigkeiten, unregelmäßige Arbeitszeiten, Zeitverträge und häufige berufliche Wechsel für viele Realität geworden. Genau wie die Gesellschaft sich stetig verändert hat, ist auch die CAJ immer in Bewegung geblieben. Wir von der CAJ haben uns entschieden, in Kooperation mit der Domschule Osnabrück ein Projekt durchzuführen, das Jobbörse heißt und in dem wir Hauptschülern helfen wollen, den Übergang zwischen der Schule und dem Beruf gut hinzubekommen. Dieses Thema ist uns auch in anderen Projekten ein wichtiges Anliegen. Wir wollen also gerade benachteiligten Jugendlichen, die weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, helfen, ihre Stärken auszubauen und sich gut in einem Bewerbungsgespräch verkaufen zu können. Das Grundprinzip der CAJ ist in den 60 Jahren ihres Bestehens immer dasselbe geblieben. Der Einsatz für junge Menschen und das Eintreten für die Würde jedes Einzelnen. Standen in den Anfangsjahren der Bewegung die Situationen der jungen Arbeiterinnen und Arbeiter im Mittelpunkt, ist unsere Gesellschaft heute durch Ausbildungsplatzmangel und Jugendarbeitslosigkeit gekennzeichnet. Dabei fehlt vor allem vielen Hauptschülerinnen und Hauptschülern die berufliche Perspektive. Die CAJ wendet sich heute besonders an Jugendliche, die sich an der Schnittstelle von Schule und Erwerbsleben befinden und bietet ihnen die Möglichkeit, gemeinsam mit Gleichgesinnten ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Das sind junge Frauen, die ihre Berufe darstellen und es geht darum, dass sie ihre Berufe gut ausfüllen, ganz selbstbewusst das machen und ihre Profession kennen und ausfüllen und das selbstbewusst darstellen. Und das ist ein Fotoshooting, wo es um die Ausbildungssituation geht, also wo es einerseits auch darum geht, was gibt es für Probleme auf dem Ausbildungsmarkt und wie schwierig ist es, einen Ausbildungsplatz zu bekommen oder auch in Warteschleifen zu sein. Aber Leute, die Lust haben, was zu machen und einen Platz bekommen, die füllen es selbstbewusst aus. Ja, wir machen da Gipsmasken. Ich laufe das so, da haben wir
ein Gips nachmacht und dann aufs Gesicht tut. Dann drücken los und dann tut man es wieder. Meine Freundin hat es in der Zeitung gelesen, dass wieder ein Workcamp angeboten wird. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich Lust hätte mitzumachen. Und so bin ich dazu gekommen. Meine Bedenken waren, ich bin sehr von meinen Großeltern und meinen Eltern gedrängt worden, dass ich auf gar keinen Fall in irgendwelche Sekten eintreten darf. Und meine Großeltern und Eltern haben mich halt davor gewarnt, dass sie auch viel Jugendarbeit machen und versuchen auf diese Weise die Leute wirklich zu ködern. Früher war es einfach eine Gelegenheit, sich mit Leuten zu treffen, die das Gleiche denken wie man selber. Und ich denke, mittlerweile ist es für mich zumindest eine Möglichkeit geworden, irgendwo Sachen mit anderen Leuten zu machen, die ich so alleine nicht tun könnte. Als erstes habe ich mich da sehr wohl gefühlt. Die Leute sind auf mich zugegangen und haben mich aufgefangen. Ich bin gewachsen, die anderen auch mit mir. Also es ist eine sehr große Gemeinsamkeit. Ich war sonst ein Mensch, der sehr isoliert war. Also ich kann sehr gut auf Menschen zugehen mittlerweile. Ich finde es einfach, mit Menschen Freundschaften zu schließen. Das war mir vorher einfach nicht möglich. Durch diese Isolation. Aber mittlerweile bin ich so ein Rudeltier geworden. Also ich habe das Gefühl, dass es oftmals schon reicht, einfach jemanden zu haben oder einen Ort zu haben, wo sich Jugendliche wohlfühlen, wo sie selbst sein können, wo sie reden können. Also meine ganze Weltanschauung hat sich sehr stark verändert, auch weil ich halt viele Dinge vorher aus einer ganz anderen Perspektive gesehen habe oder gar nicht mehr angeguckt habe. Das ist einfach die Offenheit, das sind die Leute, die mit CRJ wird jeder so genommen, wie er ist. Die CRJ kann der Gesellschaft bieten, in der Demokratie sich auch demokratisch mit einzubringen, den Jugendlichen ein Sprachrohr zu sein. Jugendliche können sich hier einbringen, ihre Meinung sagen und wir können das als CRJ größer nach außen tragen, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das Offensein für die Entwicklungen, dass das Einbeziehen der jungen Menschen und der Mut, gerade auch denen eine Stimme zu geben, die eben nicht aus einer gymnasialen Ausbildung, aus einer Hochschulausbildung kommen. Ich glaube, da sind ganz viele junge Leute, die suchen eine solche Ausdrucksform, eine Möglichkeit, ohne sich abzugrenzen von anderen. Wir brauchen alle, aber wir brauchen eben auch diese Menschen aus praktischer Erfahrung heraus, die mitreden, wie es den Gleichaltrigen und denen, die gleiche Lebenserfahrungen machen, gehen soll in der Zukunft, wo ihre Interessen sind. Und das passiert eben auch nicht nur auf dem Papier und in irgendwelchen tollen Konzepten, sondern das passiert einfach so richtig in der Realität und da, wo es abgeht. Also im Zusammenhang mit dem Workcamp habe ich zum ersten Mal die CAJ hier im Bistum Osnabrück unmittelbar erlebt und habe den Eindruck gehabt, dass sie eben sehr gut organisiert ist, dass sie gut aufgestellt ist, wie man heute so schön sagt, und dass die Mitarbeiter vielleicht weniger sind als in anderen Organisationen, aber sehr engagiert sind, sich vor allen Dingen um inhaltliche Dinge auch sehr stark kümmern. Ja, wir als CAJ bieten Begegnung in ganz unterschiedlicher Form. Also wichtig ist, dass wir die Jugendlichen nicht alleine lassen, dass wir sie ernst nehmen in ihren Problemen. Das sind vor allem Fragen von Ausbildungsplatzsuche, Jugendarbeitslosigkeit, unterschiedliche Formen von Warteschleifen. Und da bieten wir ganz konkrete Begegnung untereinander und Beratung, Orientierungsseminare, Patenschaften, Bewerbungstraining, aber auch profanere Formen von Begegnung, von Gemeinschaft wie Segelturns, Ferienfreizeiten, Pfingstcamps, all sowas auf Bistumsebene, aber auch auf Bundesebene. Und das ist dann immer super spannend, wenn die Hamburger Jungs Passauer Mädchen treffen und sich jenseits aller sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten dann doch verstehen, weil man im Herzen als CRJler dieselbe Sprache spricht. Und ganz spannend sind eigentlich dann noch internationale Begegnungen, weil die CRJ auch weltweit organisiert ist. Und wenn junge Leute aus unterschiedlichen Kontinenten zusammenkommen, um über dasselbe Thema zu sprechen, um gemeinsam zu feiern, um Globalisierung nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial zu gestalten, das ist ein echtes Highlight.
So, I'm Matthew Ferencik, and I come from Slovak Republic. Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 20 ans, je viens de Belgique, plus particulièrement de Bruxelles. Hallo, ich bin die Martina, ich komme aus Österreich, genau gesagt aus St. Pölten. Oui, bon, je m'appelle Mathieu, je viens de Mons, en Belgique, en Wallonie. Salut, eu mă numesc Dana, am 19 ani, vin din Moldova, Chișinău. Seit der Gründung der CAJ ist der Aspekt in der Nationalität ein wichtiger Bestandteil und bis heute zeichnet sich die CAJ mit diesem Aspekt der Nationalität aus, weil wir glauben, dass die Probleme der jungen Menschen gerade auf dem Ausbildung und Arbeitsplatz sehr ähnlich sind und dass wir nur mit geeigneten Kraft diese Probleme lösen können. Ich denke, es eröffnet einfach einen neuen Horizont für die Jugendlichen. Normalerweise kennen sie nur ihre eigene Welt. Wie ist es bei ihnen daheim? Und so bekommen sie mit, wie sieht es woanders aus? Und wo sind Unterschiede, wo sind Gemeinsamkeiten? Ist einfach sehr interessant zu sehen und auch einfach neue Denkanstöße zu bekommen. In Germany, there is a lot of creativity and also a lot of activities in Germany YCW. And this is something very interesting, which we can bring to the international level, to also for the other national movements to learn from Germany. Durch stetige Veränderung ist es der christlichen Arbeiterjugend über alle Jahre gelungen, sich selber und den Idealen ihres Gründers Kardein treu zu bleiben. Dies ist die beste Voraussetzung dafür, dass auch zukünftig junge Menschen den Weg in die CAJ finden. Oder um es mit Kardein zu sagen, vorwärts, wir stehen erst am Anfang.